Shalom, Agape, Shalom, denken, wie Gott denkt, Halleluja, preis dem Herrn mit dem gigantischen Thema Transformation. Ich habe mir so Gedanken gemacht auf dem Weg hierher zum See, Katzenbach. Und wir sind eigentlich, jedes Kind Gottes ist ein Transformator. Ja, wenn wir das Licht des Lebens, Jesus Christus, leben, dann bist du in deinem Umfeld eine Transformatorin, ein Transformator. Fertig aus. Halleluja. Ich habe jetzt hier, da werde ich nachher auch ein paar Zeitungen da lassen. Ich bin jetzt gerade was essen gegangen. Ein paar Herren, ein paar ältere Herren, beziehungsweise vielleicht bin ich sogar älter wie die. Ja. Und gleich über Fußball ins Gespräch kommen und die Gender 11 und so weiter und so fort. Ist ganz normal. Halleluja. Und heute Morgen, ich gehe aus dem Haus und so bis da, so bei uns da, so ums Haus rum zu meinem Fahrrad. Und dann in jemanden in der Nachbarschaft, mit dem bin ich schon seit Monaten. Und das ist eigentlich die herausforderndste Person überhaupt im ganzen Haus. Und ein ganz tolles Gespräch von 20 Minuten geht. Halleluja, preis dem Herrn, Shalom, Agape, Shalom. Denken, wie Gott denkt. Danke, Jesus, dass du da was tust. Und was mir ganz arg im Herzen liegt für meine Person und Persönlichkeit, dass ich noch konzentrierter, disziplinierter ist das falsche Wort, konzentrierter auf die Stimme Gottes höre. Ja, ich bin jetzt heute Morgen aufgestanden, so, ich habe schon ein paar Mal erklärt, so in den Videos, wie ich so ähnlich wie Abraham so mein Leben sehe. Ja, und ich dachte eigentlich, ich will die Serie von gestern weiter mit dem Thema, ist mir dann ein besseres Thema für die Predigt gekommen, nämlich Kitzelpredigten. Und ich dachte, ich mache da eigentlich weiter mit dem Thema Peter Wenz und Philipp. Jetzt habe ich den Namen schon wieder, Menschenskinder. Irgendwas Bäcker, ich sage jetzt einfach Philipp, mit dem Peter Wenz und mit dem Philipp, mache mit dem Thema weiter, geht auch noch tiefer rein. Und dann ist mir aber eingefallen, so, wo ich so in der Meditation in so einem gewissen Fluss und Strom drin war, der war auch sehr gut, wirklich eine weitere tiefere Offenbarung gekriegt vom Herrn an verschiedene Sachen. Soll ja doch schön mein Kaffee. So, jetzt ist die Sache etwas komplett. Die Kamera ist nicht so besonders gut. Einmal hab es drauf hier. Der tiefe Sensor. Ja, und aus der Meditation heraus, da ist mir plötzlich so um 7:30 eingefallen, Mensch, heute ist ja Morgentau. Jetzt habe ich auch noch eine ganze Notiz, das ist in einem anderen Handy drin. Wenn ich jetzt da aufnehme, dann kann ich gleichzeitig in die Notizen eingehen. Die sind jetzt daheim, aber da habe ich gleich schon mal nach und nach wieder eingeben. Halleluja, preis den Herrn. So, und dann habe ich natürlich schnell den Morgentau eingeschaltet. Und die Predigt von Peter Wenz am Sonntag ist ja schon sehr, sehr herausfordernd. Ja, und ich nenne sie jetzt die Serie Kitzel und Predigen von meiner Seite aus, also nicht seine Predigt, das auch von meiner Seite. Es wird ihn schon kitzeln, was ich da dazu zu sagen habe, aber er hätte sich nicht so in den Angriff hineingezogen, wenn er hat ja er tituliert, ja, vielleicht ändert er, Korrekturen, Änderungen wäre da angebracht, wäre auch gut, ja, weil diese öffentliche Predigt und da muss man schon drauf eingehen, es hat mit Shitstorm und immer rumnörgeln, in meiner Aussicht noch nichts zu tun, wenn er hat die Predigt betitelt. Was will uns Gott? Und er hat es Gott auch noch groß geschrieben, könnt ihr selber reingucken. Was will uns Gott mit Philipp so und so sagen? Ja. Und da hat jeder, steht in der Bibel drin, hallo, wir sollen alles prüfen, alles, auch jede Predigt. Nicht, dass man jetzt vor jeder Predigt, das ist nicht Sinn der Sache, zumindest ist nicht Sinn der Sache, aber wachsam sein, Moment mal, und von der Titulierung, das hat mich schon von, ich habe das im anderen Video
von gestern, könnt ihr da gerne nachhören, wie ich darauf genau reagiert habe, Schritt für Schritt. Ja, und jetzt will ich mich auch da nicht zu weit, zu lang damit beschäftigen, obwohl ich dachte heute Morgen eigentlich, ja, ich will einfach den Kontrast darstellen. Ja, und im Lichte, in der Ebene von der Christusergabe ist das auch voll easy. Ja, ich rede hier nicht vom Easy-Easy-Christentum, da, das tut der Peter Wenz auch ein bisschen anders darstellen. Ja, man, die Kategorie gibt es auch, von der rede ich jetzt aber nicht. Aber in der Ebene von der Christusergabe, da mache ich das in dem Shalom, in einer ganz anderen Ruhe, ja, wo ich mir, gehe ich da mit diesen Dingen um. Und da haben mich gestern schon gefragt, was ist jetzt die Herausforderung ganz genau, Schritt für Schritt, das in dieser Ebene, in diesem Shalom, im Agabe-Shalom, ja, wie gehe ich da mit dieser Person Peter Wenz und mit dieser Predigt Peter Wenz, ja, und wie gehe ich mit dem um, ja. Ja, danke, Heiliger Geist, jetzt ist mir so da eingefallen. Als ich so im Aufstehwache war, ja, da habe ich mich gefragt, auf Grundlage von dieser Predigt vom Sonntag von Peter Wenz, die ich als irreführend und als irreführend plus, also ich sehe das auch, ich habe es immer dreimal angehört gestern. Und der Hauptgrund, warum ich finde, dass diese Predigt zumindest starke Ansätze, wenn nicht sogar in den Bereich von Irrlehre reingeht. Warum bin ich da so knallhart? Ich sagte, ich muss es da trotzdem drauf eingehen, weil das heute Morgen so meine Aufwachphase war, wo ich mich damit beschäftigt habe und so die Gedankengänge, weil es so ein versteckter Angriff auf die Glaubensbewegung ist. Ich weiß nicht mal richtig, was als Glaubensbewegung definiert wird. Ja? Aber wenn ich die Glaubensbewegung attackiere, dann attackiere ich auch den Glauben an sich. Das muss ich entweder in der Predigt differenzieren, was ich damit meine, oder personalisieren. Vielleicht war da jemand, der aus irgendeiner Glaubensbewegung, was auch immer, kommt, und der vielleicht den Philipp angegriffen hat. Ja, aber das muss ich dann definieren. Das hat er total alles offen gelassen. Aber der Peter Wenz in der Predigt vom Sonntag, aber er hat in aller Deutlichkeit, hat er gesagt, viel zu stark hervorgehoben, wie begeistert er ist, dass der Philipp sich mit der Glaubensbewegung, so kam es zumindest bei mir rüber, angelegt hat, ja, und denen Kontra gegeben hat. Das ist natürlich, Leute, also Achtung, ja. Der Glaube, also der Glaube als Substanz ist die höchste Form im ganzen Universum von Gerechtigkeit. Es gibt keine höhere Gerechtigkeit. Gut, vielleicht Universum müsste jetzt vielleicht auch in Klammer setzen. Gute Frage, wie das mit der Engelglaube und so weiter und so fort. Okay, ich setze das mal im Universum, das setze ich mal in Klammer. Aber hier auf der Erde, ist der Glaube als solches die höchste Form von Gerechtigkeit. Ja, da gibt es das Beispiel von diesem Obdachlosen, also nicht nur das, es gibt unzählige Beispiele. Du kannst, wenn du deinen Glaube, selbst jemand, also das hat ja jeder Glaube, hat ja jeder das gleiche Maß an Glaube, es ist nur der Unterschied, ganz grob, ich tue das jetzt nur ganz grob behandeln, es ist nur die Frage, wo stellt er ihn drunter? Unter welche Lehre, ja, und da gibt es den Hauptmann von Kapernaum, wo Jesus über den Hauptmann von Kapernaum, einfach mal nachlesen, wenn du die Geschichte nicht kennst, wo Jesus sagt, wenn ich zurückkomme auf die Erde, werde ich diese Art von Glauben noch vorfinden.
Das war kein Jude, der hat die Gesetzesbücher und Jesaja und was weiß ich, die Tora hat er nicht gekannt und so weiter und so fort. Heute würde ich sagen, also es war eigentlich ein Heide, ja, nach meinem Denken. Und der hat einfach geglaubt, der hat irgendwo Zeugnis gehört von Jesus und hat jemand Krankes da, sein Magd oder seine Tochter oder wer es war, ja, und hat da geglaubt und dann ist die geheilt worden. Ja, und vor ein paar Jahren, nicht so lange her, vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren maximal, glaube ich, also länger wie 4 Jahre, glaube ich, ist nicht her, obwohl die Zeit sehr schnell vergeht, da war in London, da hat ein junges Mädel, ich glaube, die war 16, 17 Jahre alt, aus der Disco gekommen oder irgendwas, und hat Geld gebraucht für die Straßenbahn, oder für den letzten Bus, für die letzte Straßenbahn, hat das Geld nicht gehabt, warum auch immer. Und dann hat ihr dann Obdachlose, hat ihr 3,50 Pfund, was das Ticket da gekostet hat, gegeben, ja. Und die hat dann einen Spendeaufruf gemacht, die Zeit später. Und sie in ganz London hat diesen Obdachlose, ich weiß nicht, ob sie, ich habe das nicht weiter verfolgt, ob sie den gefunden haben, weiß ich nicht. Aber das möchte ich damit sagen, du kannst Dinge freisetzen, du bist der Abgeschobenste und was weiß ich, viele solche Geschichten gibt es, wo Obdachlose einfach aus Glauben, ja, der hat sein Glaube eingesetzt, der hat sein Glaube irgendwo irgendwas unterstellt, aus welchen Gründen auch immer, hat sein Glaube in irgendeinen Dienst gestellt, wie man das jetzt auch immer formuliert, dieser Obdachlose, er hätte ja sagen können, ich weiß es nicht mehr, welche Jahreszeit es war, ob das eine kalte Jahreszeit oder im Sommer war, das weiß ich nicht mehr. Also dieser Obdachlose, der sagt Ihnen, wenn wir die 3,50 Pfund am nächsten Tag fehlen, ja, dann geht mein Leben so und so. Und das junge Mädel, die kann sich ja die 3,50 Pfund von jemand anders in London, London ist ja riesengroß, da gibt es einen Taxifahrer, da gibt es einen Polizist, wo sie aussprechen kann. Nein. Er hat seinen Glauben so eingesetzt und so seinen Lebenshaushalt gibt, dass er dieser Frau 3,50 Pfund gegeben hat. Ich glaube, es waren 3,50 Pfund. So, und in dieser Beschäftigung bin ich so quasi wach geworden heute Morgen. Und weil mir das, und das ist auch der Wunsch von einem Prediger, dass man die Predigt nicht oberflächlich deshalb ist das vielleicht ein ganz guter Name, meine Kitzelpredigten. Ich habe in Neustadt, wo ich unter Markus Thiemann, also in die Gemeinde dort gegangen bin, als Schäfchen, ja, und ich fand es dann ganz lustig teilweise, wenn du dann das lebendige Wort Gottes, was ich selber predige und dass du es ja endlich machst, und dann setzt es um, gehe ich noch Schritte weiter. Jetzt haben wir heute beim Herfahren, haben wir so meditiert und Gedanken gemacht. Und ich denke, dass es, ja, das sind auch Gedanken Gottes, wo dann die Stärke ins Wort Gottes reinführt. Ich meine, das ist ja klar, dass, wenn heute jemand ein neues Auto baut, der fängt ja auch nicht an, wo Porsche, wo Mercedes, wo die alle angefangen haben, sondern der macht ja da weiter, wo der eine oder andere aufgekehrt hat und verbessert und macht das noch besser, ja, und ratzfatz passt denn das nicht. Jetzt wird auf die Predigt bezogen, ja, und bei Markus Thiemann, und solange er das konsequent in seinem Leben gelebt hat, war das auch noch ganz anders, war auf einer ganz anderen Linie, auf einer korrekten Linie, so möchte ich es ausdrücken. Und ich weiß noch, wo er in Heidelberg in der Taube gepredigt hat. Er hat ja ein halbes Jahr, lang die geistliche Leitung in der Taube gehabt. Ich habe das mit, war da mit dabei. Es war ganz, ganz starke Zeit dort in der Taube. Und da hat er den Ausdruck geprägt. Das hat er auch noch anderweitig, vielleicht auf andere vor, aber da hat er so deutlich gesagt und hat gesagt, wenn zu ihm jemand seelisch kommt, so drücke ich es jetzt aus, ja. Wenn eine Beziehung seelisch wird, ja, das habe ich damals gar nicht so theologisch, gar nicht so tief greifen können, wie ich es heute
greife, ja. Und ich habe mal einen langjährigen besten Freund gehabt. Der hat nichts am Wochenende. Mir war so abhängig. Wir haben so eine seelische Abhängigkeit voneinander gehabt, wir haben das gar nicht gemerkt. Das möchte ich damit sagen. Und er hat es ganz klar definiert und hat gesagt, wenn er spürt, dass Beziehungen in solche seelische Abhängigkeiten, dann geht er gleich, dann macht er gleich zwei Schritte zurück. Ja? So, und jetzt dieses Bibelpaket, was ich da, das hat mir mehrmals mein Leben, mein geistliches Leben überhaupt gerettet, ganz stark, ja. So, und dann setzt du das um. Ich habe das, wie soll ich das jetzt in ein paar Sätze sagen? Ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ja. Da war eine Frau, da bin ich ganz neu zu der Gemeinde, ja, nicht zu der Taube, sondern zu Gigi Ministry, oder wie sie auch da damals immer geheißen hat. Arche Neunstadt war es damals noch, ja. Und da war eine Frau, die hat sich in mich verliebt, die kannte ich vorher von der anderen Gemeinde. Und das war gar nicht mein Ding. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass die ein halbes Jahr lang in der ganzen Gemeinde, weil ich war in der Gemeinde neu, ich kannte die Leute noch nicht so. Und dann traut man sich auch nicht in allem und so und hin und her. Und die hat alle Leute erzählt, dass wir schon eine Perle sind und heirate und ich ihren Mann sei, ja. Und es ging so weit, dass ich mich entscheiden haben muss, entweder gehe ich von der Gemeinde weg oder der Druck wurde so stark. Und wie gesagt, ich war da noch kein Gemeindemitglied, auch nicht dort, wo es mir Mitgliedschaft dort gar nicht so gegeben hat, sondern da hat man sich einfach persönlich dafür entschieden und dann und das ist auch okay so gewesen in dem Rahmen dort. Das ging dann so weit, dass ich in der Sache so tief ins Wort gegangen bin, also ins Wort Gottes, und zu der Überzeugung gekommen bin, weil Paulus ja dreimal schreibt, einmal schreibt er, von diesen Personen trennt euch komplett, das ist schon ein guter Einfluss, und von diesen Personen, also spricht er verschiedene Personengruppierungen auch an und Personen an, und von denen trennt euch eine Zeit lang, und dann noch ein drittes, da gehen wir, ja, und dann noch die dritte Kategorie, wenn man so mal ausdrücken darf, das bin ich da wieder ein falsches Ding, dann ja, ich brauche eine bessere Kamera. Jetzt weiß ich nicht, wie das Video überhaupt rauskommt. Naja, egal jetzt. Eieiei. So, jetzt geht's weiter. Und ich werde es nie vergessen, wie ich dann im Bus saß. In der Herrlichkeitsabend hieß er, glaube ich, damals. War so ein Lobpreisabend, Freitagabends. Nach Neustadt gefahren bin im Bus. Also im Linienbus. Und die Bibel aufgeschlagen habe, und da habe ich genau das, habe ich genau, wo dann drinnen steht, von diesen aber trennt euch. Ja, und das war dann für mich meine Antwort. Jetzt, wie aber trennst du dich, wenn die ständig und du jetzt auch noch Bekanntschaften hast, wo die gleiche Bekanntschaften und du kannst dich ja nicht, das ist ja auch eine Art, und es war tatsächlich, das war stalkermäßig. Ich bin dann auch gesessen, dann, die hat alle, aber auch alles, ich stimme hinterher, ja, neben mich noch gesessen, die hat alle ihre Raffinesse und die hat die Leute besser gekannt, die hat die Schieberei besser machen können, damit sie in Kontakt mit mir da in meiner Nähe immer ist. Und dann bin ich zu den Co-Pastoren, das waren damals, da waren zwei dafür zuständig, das war hauskreistechnisch, die gingen beide Hauskreise, wo ja, und dann haben die sich untereinander geeinigt, welcher Co-Pastor, das war dann der Willi Busch, der mich von früher, von der anderen Gemeinde her, persönlich besser gekannt hat. Und der hat dann auch schon regelmäßige Abstände. Und wenn mir es zu blöd war, bin ich zu dem gegangen und der hat dann für Ruhe gesorgt. Das ist schon ein paar Mal noch vorkommen, da, wo er zu ihr dann gegangen ist und gesagt hat, Moment mal, so und so. Und ja, und er hat mich an regelmäßigen Abständen immer wieder gefragt, wie es aussieht. Und wenn es okay war, war es okay, habe ich ihm das gesagt und so weiter. Das hätte jetzt der Markus von seiner Art her gar nicht so zugelassen, wenn er das hat er gar nicht mitgekriegt. Das sind seine Co-Pastoren, was auch richtig war, so mit der Sache umzugehen. Weil das war mein Schutz und das war und den habe ich gebraucht, damit ich in der Gemeinde überhaupt bleibe. Heute würde ich da natürlich, hätte ich da eine andere innere Stärke. Damals war ich menschenscheu und so weiter. Das ist jetzt 15 Jahre her und. Ja,
da wäre ich halt in die Gemeinde dann nicht mehr gegangen. Und mein Leben hätte dann nicht so durchzugsmäßig, geistlich vor allem, nicht so laufen können, wie es gelaufen ist. Und dann später, wo ich die Co-Pastoren dann, wo die dann auch nicht mehr selber schon immer in der Ekklesia waren, 5, 6 Jahre später, da war dann dort eine Bibelschule in Neuenstadt, da bin ich in die Bibelschule gegangen. Und dann hat es auf andere Art und Weise, da habe ich den Schutz dann auch so nicht mehr gebraucht, weil ich dann selber mich geschützt habe durch das Wort Gottes und so weiter, weil der Schutz auf andere Art und Weise da war. Und die Frau, die Person ging auch in die gleiche Bibelschule und dann hat es wieder mal so die speziellen Reibereien gegeben. Und ich habe mich konsequent an die Predigte, das ist jetzt nicht nur dieser eine Satz, gehört ein ganzes Paket dazu, habe ich vorhin ja auch gesagt, das ist ja, und so weiter. Aber ich habe mich konsequent, klar und deutlich, wirklich, auch die Kinder aus noch andere Beispiele und so weiter, und diese tiefe Konsequenz, was dann eigentlich dann schon wieder so weit ging, dass eigentlich auch er die Person, also das habe ich nicht gesagt, ist ja nicht meine Befugnis, aber wenn er genauso konsequent gewesen wäre, wie er es mir gepredigt und alle den anderen ja alle auch gepredigt hat und danach gehandelt hätte, hätte er eigentlich da einschreiten müssen, schon längst vorher. Und anstattdessen ist er auf mich losgegangen und hat gesagt, solche Leute wie ich zerstören Gemeinden. Ja? Und es werden noch andere Pastoren über mich sagen und behaupten und denken und zeitabschnittsweise so von mir die Haltung haben vielleicht, ja. Und dann gibt es die Oberbrudler, die dann sagen, ja guck mal, der hält, von dem rede ich nicht. Der predigt dessen und dessen, selber tut er sich nicht dran halten. Ja, du kannst dich in der Wucht des Wortes Gottes, du kannst niemals von einem Pastor, du kannst erwarten, dass er die Haltung, die hat der Markus Thiemann aber leider auch nicht so kennt. Es ist schon lustig, also oder auch nicht, oder was weiß ich. Wenn du da drin stehst, ist es natürlich nicht lustig. Das ist die Herausforderung. Ja. Und nur so nebenbei, die Gemeinde gibt es jetzt nicht mehr in der Form. Also ich rede vielleicht hier auch ein bisschen nicht ganz, wie ich reden soll. Ja. Aber in der Wucht des Evangeliums, ja, kann ja der Pastor XY, der kann niemals so perfekt sein, dass er alles so total umsetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal gerade ein Glaubensbeispiel, das passt jetzt in das alles, nein, jetzt komme ich noch von morgen ins andere, muss mir da auch das andere verlieren jetzt nicht, was ich eigentlich predige. So, die Befürchtung habe ich gehabt, dass ich mich jetzt da zu stark in dieses Thema hineinziehen lasse. Aber das passt jetzt so voll hinein. Das war auch ganz am Anfang, wo ich nach Neustadt in die Arche Neustadt gegangen bin. Und da war ein Ehepaar und die Frau hat Krebs gehabt. Ja, damals noch reparabel. Die Ärztin hat gesagt, sie soll sich operieren lassen. Und in der Sonne, und ich bin damals in die Arche, regelmäßig gegangen, sondern mehr so ab und zu. Und das ist auch kein Zufall, dass ich dann gerade in der Predigt, in dem Sonntagmorgen dort war. Und er hat ganz klar den Ausspruch gemacht, der Markus Thiemann, dass wenn dir der Arzt sagt, du hast noch 6 Monate zum Leben und du brauchst aber 9 Monate, um deinen Glauben aufzubauen oder so ähnlich, ob das Beispiel zahlenmäßig jetzt gestimmt hat, vielleicht waren es auch 3 zu 6 Monate, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, dann nimm den beste Arzt, den du nehmen kannst und lass dich operieren. Ja, und so weiter. Und ich habe von innen heraus gespürt, dass ich ich kannte das Ehepaar von früher her. Wir hatten auch mal vor, in Rumänien Kinderarbeit aufzubauen. Es war gerade in dem Zeitrahmen und ich habe mich gefreut, dass ich sie wieder getroffen habe. Ich wusste nicht, dass die sind vorher von der Onne-Gemeinde weggegangen. Und ich habe jetzt nicht so die Kontakte gehabt, wenn es nur über die Gemeinde so und ja und so weiter. Und dann hat man sich da wieder getroffen und ich habe mich gefreut. Man hat es wieder ins Gespräch reingenommen, in Rumänien Kinderarbeit aufzubauen. Und ich habe ganz deutlich gespürt, ich soll ihrer Mut machen
oder denen beide als Ehepaar Mut machen, dass sie sich operieren lässt. Weil ich habe gespürt, das ist nicht der Glaube, wo jetzt notwendig wäre, damit Heilung stattfindet. Und aber ich bin überhaupt nicht angekommen bei ihnen. Ja, sondern nein, wir sind geheilt durch die Wunden Jesu und lass uns da nichts anderes einreden und. Ja, ich wurde total abgeschmettert und es ging dann sehr brutal zu Ende. Und sie ist dann letztendlich verstorben und ihren Ehemann so frustriert aus der Gemeinde rausgegangen, ja, und so weiter. Deshalb, dieser Komplex Glaube, das ist so weitreichend, da muss ich vorsichtig sein, was ich in der Öffentlichkeit rausgebe. Ich habe zum Beispiel mein anderes Video einfach anhören, was für Baustelle ich noch habe. Für das eine habe ich total der Glaube und setze das um auch. Und für das andere habe ich nicht so der Glaube. Ja? Aber dann darf ich den Fehler nicht machen und das Wort Gottes verbiegen. Das geht nicht. Dann muss ich den Mut haben und immer mehr hoffe ich und bete ich und deshalb auch diese Predigt, auch diese Wichtigkeit, ja, dieses Kapott, diese Schwere da reinlege. Hey, Leute, der Luther hat die Bibel nicht verändert. Der Luther hat durch die Bibel die Welt verändert. Ja, der hat die Sprache verändert und. Viele Übersetzungen, das sind alles andere als Übersetzungen. Und er hat mal im Vorwort, ich habe die Bibel so in der Hand gehabt, ich habe so eine Wut gekriegt über diese Übersetzung und wollte sie schon an die Wand klatschen. Hab's natürlich nicht gemacht. Der hat in seinem Vorwort geschrieben, er will, dass jedes Kind, wo die Bibel aufschlägt, die Bibel versteht. Dass Gott redet in Geheimnissen und wir werden erst im Himmel die Bibel, vielleicht nicht mal da wirklich ganz verstehen, in allen Bereichen. Der eine versteht da mehr und da werden die Geheimnisse stärker aufgeschlüsselt. Weil wir ja gar nicht damit richtig umgehen können, oft, ja. Leute, richtet die Bibel und die Lehren nicht nach Erfahrungswerten aus. Das ist der Punkt, wo ich sagen will. Und das Hauptmerkmal, was ich da rausgreifen will aus der Predigt vom Sonntag von Peter Wenz vom Gospelforum Stuttgart, ist das, dass meines Erachtens nach, so kennt man es, so fühle ich mich irgendwo angesprochen, dass man zumindest das nicht so stehen lassen kann und er sollte es auch nicht so stehen lassen gegenüber der Glaubensbewegung. Weil wenn der Glaube, der Abraham wurde gerecht durch Glaube, der Glaube ist so ein Kapott, ist so eine Schwere, um den dreht sich unser ganzes Leben, ja, so ein Schiff kann ich nicht so runterdunkeln, ist meine Meinung zumindest. Und für mich kategorisiere ich diese Sonntagspredigt vom letzten Sonntag, 27.06.2021, in die Kategorie oder in die Linie Irrlehren rein. Ich hab heute noch Irrlehrer. Ja? Ich habe erst im Himmel keine Irrlehrer mehr. Deshalb sagt Gott ganz pauschal, ganz klar, alles überprüfe, das Gute behalte, immer das Wort Gottes mit dabei habe. Ja? Das Wort Gottes ist deine Stärke, nicht ich. Wenn ich das Wort Gottes, da wo ich das Wort Gottes weitergebe, da bin ich für dich auch eine Stärke. Wo ich es auslege für dich, wo ich das lebendig weitergebe, ja, da bin ich eine Stärke, aber nicht in dem, wo ich eigenes Zeug rumzapf. Also, für mich, aus Grund von den genannten Gründen und ein paar Gründe, wo ich dann später noch irgendwann, einen nicht so ausführlich vielleicht, oder ein bisschen kompakter und besser, komprimierter, weitergeben wird, ist es, wenn man so stehen lässt und nicht korrigiert, eine Irrlehre, wo in die Irre hineinführt, wenn ich das so eins zu eins übernehme. So, Punkt. Dann bin ich heute Morgen, dann habe ich gesagt, ui, ist aber schon heftig, ja. Aber es ist besser, ich nenne die Dinge heftig beim Namen, in der Ebene der Ergabe. Und da habe ich gedacht, und habe ich so bei mir gedacht, ja, ist der Peter Wenz jetzt ein Irrlehrer oder nicht?
Und da habe ich so meine Gedanken, was wir ja alle auch haben, und die Zwischenei, wir sind ja noch nicht im Himmel, und im tausendjährigen Reich sind wir auch nicht. Also haben wir da noch einen Mix, eine Art von Mixkonstellation. Und dann kam ich zuerst zu dem Entschluss, heute Morgen zwischen 7.15 Uhr und 7.25 Uhr vielleicht so, keine Ahnung. Wenn er sich nicht korrigiert, oder vielleicht war es zwischen 7.20 Uhr und 7.15 Uhr, keine Ahnung, so in der Ecke rum, zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr auf jeden Fall, kam ich eigentlich zu dem Entschluss, dann ist er auch ein Irrlehrer. Und dann hat auch der Heilige Geist eingegriffen und hat mich korrigiert, weil der Heilige Geist hat mich dann gefragt, in dieser Interaktion, was ist ein Irrlehrer? Ein Irrlehrer ist jemand, der dich vom Kreuz vehement, klar und deutlich, Schritt für Schritt mehr und mehr wegbringt. Ja? Bewusst oder unbewusst, ja, spielt in der Sache keine Rolle. Ja? Und der Heilige Geist hat mich dann dahingehend korrigiert, dass die Grundausrichtung von Peter Wenz ohne jeden Zweifel Jesus Christus ist. Ja? Und deshalb ist er kein Irrlehrer. Ja? Ja, da ist auch noch Transformation. Bedarf, Transformationsbedarf. So, und dann, um das dann endlich mal abzuschließen hier, dieses Thema, oder vorerst abzuschließen, und dann ist mir eingefallen, Mensch, es ist doch Morgentau, schnell meinen Laptop rausgeholt und Morgentau einschalten. Und da hat dann der Heilige Geist, da kam ein ganz klarer Impuls, da werde ich jetzt auch im nächsten Video drüber reden, kam ein ganz klarer und deutlicher Impuls, was für mein Leben gerade wichtig ist, transformatorisch, wo ich noch viel, viel tiefer reingehen werde. Und zwar Gottes Stimme noch deutlicher, noch kontrollierter, kontrollierter ist falsch, der Ausdruck jetzt hier, noch viel klarer im Rahmen, noch viel klarer, konkreter, kompakter zu hören, täglich, minütlich, stündlich, was auch immer, im Großen, im Kleinen, um diesen ganzen Abhaltung, weil Abhaltung ist die größte Waffe Satans. Ja, ich habe mich jetzt vielleicht schon wieder viel zu stark verhakt in der Sonntagspredigt, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich habe auch den Römer 8, Vers 28, wo übrigens nicht Liebe steht, sondern Agape, den die Gott Agapao machen, wird auch das zum Besten dienen, auch dieses schlechte Video, und ich weiß jetzt nicht, von der Sonnenspiegelung, egal, ganz egal, Shalom, Agape, Shalom, denken, wie Gott denkt, bis zum nächsten Video, Jesus Christus ist der Herr, Amen.